Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen auf dem Fangse-Kanal. Günni hier. So, sind wir heute wieder schön am Start. Was soll ich sagen? Noch mal eine Runde Zander versuchen. Wir haben jetzt alles hingeschleppt. Und das Beste an der ganzen Sache ist, ich habe Verstärkung mitgebracht. Ja. Und zwar, pass auf jetzt hier, meine Tochter. Geh mal Peace raus. Peace, wunderbar. So, Glücksbringer ist am Start. Jetzt behaupte ich, heute fange ich Zander. Aber, ganz ehrlich, oh, hier scheint aber gut Druck drauf zu sein. Okay. Erstes Mal, dass ich an dieser Stelle bin. Okay, die werfen wir mal da hin und raus. Ich bin gespannt. Ganz kleine Buhne, bewusst ausgesucht. Und zwar aus dem Grund, Krabben. So, hier muss man dann wohl direkt in eine Strömung reinhauen. Hier ist man direkt in eine Strömung. Warte mal, ich drehe euch mal eben rum. So. Die Routen habe ich noch nicht fertig, die stehen einfach nur. So, also hier ist wirklich ein ganz kleines Stück. Man ist wirklich direkt an der Strömungskante. Und ja, hier vermute ich mit dem Wollandkrabben, dass wir da ein bisschen Glück haben. So, ich passe natürlich jetzt ein bisschen mehr auf mit dem Spot, weil manche sind ganz schön verrückt. Die meinen wirklich, überall da, wo ich angel, da springen die Fische aus dem Wasser und rennen dann alle an diese Stellen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also müssen wir unsere Videos ein ganz klein bisschen einschränken. Ist einfach so. Selber schuld. So, jetzt gehen wir natürlich hin, können nicht komplett alles zeigen hier, wie wir hinlaufen und so. Weil ich will mir diesen Spot angucken und wenn der gut ist, weil ich vermute, werde ich natürlich auch öfters angeln hier. Und das lasse ich mir nicht mehr versauen. Dass hier ja, jede Menge mal angeln gehen. Das ist manchmal ist ein bisschen schwierig. Aber gut, ich mache alles fertig. Nehmen wir euch gleich wieder ein bisschen mit und dann schauen wir mal, ob wir heute einen Zander kriegen. Eine lege ich mit Tauwurm raus, in Hoffnung auf einen Aal und der andere schön auf Zander. Und dann gucken wir mal. Alles klar. Wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Schön dranbleiben. So, meine Lieben. Mal schauen, ob die Kamera richtig steht. Sieht man da so ein bisschen. Oh ja, komm. Geht. So, Tauwurm werde ich mit Ködernadel dran machen. Super frische Tauwürmer, muss ich echt sagen. Oh, schön kalt. Habe ich natürlich in so einer Kühlbox drin. Ne? Warte mal hier. In so einer Kühlbox mit Kühlakkus drin. Zack. Da bleiben die wenigstens absolut frisch. So, ich fange bei Tauwürmer an. Ich gehe hin, mache dir hier. Hier ist immer so ein Kranz. So ein Kranz. So, da steche ich rein. Und dann ziehe ich mir den komplett auf. Manchmal mache ich auch, wie so ein Schaschlik nennt sich das, dann schneide ich die durch. Aber das mache ich jetzt mal hier nicht. So. Warte, jetzt hole ich mal eben den Vorfach. Ja, ich mache Video. Bin gerade am Aufnehmen. So. Kannst auch trotzdem sprechen. So, jetzt pass auf. Jetzt gehe ich hin. Bei dem Wurm nehme ich jetzt hier mit geflochtenem Vorfach. Und zwar aus dem Grund mit geflochtenem Vorfach. Warte mal, ich bin ein bisschen, muss ich ein bisschen anders stellen. Und zwar aus dem Grund mit geflochtenem Vorfach, falls hier Krabben sind. Wisst ihr selber Bescheid, ne? So, und die Krabben können den geflochtenen Vorfach nicht durchknipsen. Mein Gott, Junge, was machst du hier wieder so? Zack, so, und dann, zack, jetzt ist er drauf. Und dann gehe ich immer hin, drehe dir so ein bisschen, so, zack, und jetzt ist er top drauf. Seht ihr? Jetzt ist er super. Einwandfrei. Bisschen angerissen, angeraut. So ist der Wurm für mich perfekt. Gibt Duftstoff ab. Bewegt sich gut. Und dann schauen wir mal. Den werden wir jetzt reinschmeißen. Und dann mal schauen, was passiert.
So. Links und rechts von mir sind überall Angler. Warum piepen der? Ist doch gar nichts drin. Schwachsinn. Links und rechts von mir sind überall Angler. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so viele Angler sind, aber gut. Weil bis hier muss man echt weit laufen. So. Der geht jetzt rein. Und dann ist die Wurmrute scharf. So. Bremse unten auf. Schön leicht. Ja, so. Ja, wunderbar. Ja. Gucken, ob wir die gleich noch ein bisschen nachziehen müssen. Das werden wir dann sehen. Gut. Wunderbar. Die erste ist drin. So, jetzt mache ich den Fischchenvorbereitung, dann bin ich eben den Haken noch und dann sind wir gleich soweit. Drumline. So, jetzt müssen wir. Ich dachte, das hat nicht angefangen zu filmen. Doch, der Film. Mäuschen. So, pass auf jetzt. Beim Zanderangeln nehme ich gerne so einen Doppelhaken. Ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Ja, warte mal, gucken, sonst sieht man den vielleicht besser. Der hält dann nachher schön fest und da greift der Zander nachher rein. So, den mache ich mit einem ganz normalen Alright-Knoten. Ich gehe aber hin. Warte, ich komme mal ein bisschen nach vorne. Ich mache den so einmal rein. So, einmal. Und dann mache ich den nochmal rein. Damit er eine doppelte Umwicklung hat. Mal gucken. So. Okay, jetzt hat er eine doppelte. So, und dann gehe ich hin. Mache ich meinen ganz normalen Alright-Knoten. Kennen wir alle. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache immer 5, weil er nachher durch die andere Schlaufe auch nochmal durchgeht. Warte mal, so. Und jetzt kommt er hier durch. Oh. Ist immer besser mit den Augen. So. Ist jetzt durch? Ja, ja, komm. Ist er durch? Ja, ist durch. Ist anfeuchten. Mit dem Finger wohl erstmal ein bisschen hochschieben. Stramm ziehen können wir immer noch. So, und jetzt ziehen wir den stramm. Und jetzt sollte der Knoten eigentlich schön passen. Rest abschneiden. So, mal gucken. Rest schneiden wir dann ab. Alter, boah, die Kehrströmung ist aber doch stärker hier, als ich gedacht habe. Der geht richtig nach rechts, obwohl ich in eine Dings reingeworfen habe, in eine Strömung. Ja, muss ich gucken. Neue Stelle, neues Glück. So, jetzt schneide ich das ab. Die Reste kommen natürlich wohin? In Müll. Genau. Und nicht in der Natur, ne? Ja. Schätzchen? Richtig. Ja. So, jetzt habe ich meinen Altherrenknotenbinder. Warte mal. So, den nehme ich eigentlich immer. Nicht, weil ich ein älterer Herr bin. Weil ich natürlich auch bin, aber weil ich mit diesen kleinere Knoten machen kann. Einmal hier rum, so hier reinziehen, hier ist der Knoten, zack. Habt ihr gesehen? Zack, fertig. So, dann geht er hier rüber, so, zack. So ist er fertig. So, und so einen kleinen Knoten kriegst du nicht mit der Hand gebunden. Das ist einfach so. So, jetzt schlage ich gleich das Fischchen ab. Muss meine Tochter weggucken, weil dann schimpft die. Aber was sollen wir denn machen, ne, Schätzchen? Das machst du nicht, oder? Ja, was soll ich denn Leben dran machen? Nein, nee, das mache ich nicht. Gar nicht dran machen. Womit angle ich denn dann? Mit gar nichts. Mit einem blanken Haken, oder wie? Mhm. Aha. Gibt Schimpfe wieder. So, nicht in der Natur. Zack, so. Sieht gut aus alles. Ich habe eine 26er Vorfahrtschnur genommen. Die hält Bombe. Alles klar. Ich hole ein Fischchen eben
und dann machen wir das gleich weiter. So. Warte, jetzt müssen wir dann mal eben einmal abstechen hier. So. Kehlschlitz. Auf jeden Fall tot. Auge ist auch raus. Hat da gerade ein bisschen Krise gehabt. So. Diesmal gehe ich hin, weil wir komplett in der starken Strömung. Das ist Biss. Oh. Oh mein Gott. Biss. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, ganz schön. Ja, ist jetzt Wurm dran. Da kann natürlich alles drauf beißen, ne? Ja. Gut, wir lassen ihn noch mal kurz liegen. Ja. So. Ich steche den seitlich gerne ein. So, wenn der jetzt noch ein bisschen zappeln sollte, dann sind dann die Nerven. Ne? So, jetzt steche ich den seitlich hinten raus. Einmal hier, drehe den vor und dann wieder angucken. So, jetzt haben wir den hier eingestochen und hier doppelt eingestochen. Das heißt, der bleibt dann nachher im Wurf gerade. So, ja, das sieht gut aus. So. Meine Tochter macht so. Das Schätzchen. Manchmal ist das so. So, jetzt gehen wir hin. Zack, ziehen wir den hier durch. So, lassen wir runterplumpsen. So, jetzt sollte es eigentlich ganz gut ausgehen. Jetzt schieben wir den seitlich hier rein. So. Und jetzt seht ihr auch, warum ich gerne diese Haken nehme. Der steht aggressiv ab. Und hier unten, der hält ein Fischchen fest. Sieht man das? Siehst du das? Warte. Ja. Ja? Okay, gut. So, jetzt hängen wir den dran. Und dann geht er raus. Und dann schauen wir mal. Dann werden wir gleich mal die Wurmroute gleich kontrollieren. Okay, meine Freunde. Schön dranbleiben. Hier habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Sobald hier ein Kahn vorbeikommt, der ruppt mir alles weg. Ich gehe jetzt mal hin und werfe die noch weiter nach links. Mal gucken, was da passiert. Ich habe die jetzt ein bisschen rechts geworfen, weil ich habe gedacht, ich bin mehr in der Strömung drin. Und er zieht den rüber, aber ich muss gucken. Wirklich. Ist nur einmal richtig. Aber ich denke mal, nachher ist das auch vorbei. Wenn, sag mal schnell, wenn die Schiffe nicht mehr so wild sind. Naja, die Würmer sind dann schon ganz schön. Ja, geht aber noch. So. Schauen wir mal. Dann werfe ich jetzt mal ganz nach links. Und dann gucken wir mal, ob das dann immer noch so ist. So. Jetzt setzen wir die rüber. So. Keine Ahnung, werden wir sehen, was jetzt passiert. Jetzt bin ich ein bisschen weiter in der Buhne drin und mal gucken. Die hole ich jetzt auch noch mal eben raus. Der ein bisschen leichter drehen, damit der Köderfisch nicht gleich sofort. Was, der hängt irgendwo fest. Hing irgendwo fest, aber keine Ahnung. Gucken, was der Köderfisch macht. Ob wir den noch nehmen können. Oder vielleicht sogar Krebse. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Ne, alles gut.
alles mal gucken. Ne, passt alles. Krebse sind nicht da. Das ist schon mal für mich selber wichtig. Keine Krebse, alles gut. Hat zwar die Augen verloren, aber ist jetzt nicht so schlimm. Passt alles noch. Den werfen wir jetzt auch mal ein bisschen weiter nach links. Und dann gucken wir, was passiert. So. Okay, nur Routen neu gelegt. Die linke bleibt auf jeden Fall liegen jetzt. Die rechte muss ich gucken, weiß ich jetzt noch nicht. Ich lasse erstmal eine halbe Stunde liegen und dann gucken wir weiter. Alles klar, meine Freunde. Jemand ruppelt hier. Guckt mal in der rechten Route. Das könnte was sein. Mit der Kamera. Oh. Ob die linke wackelt auch. Auch ein Schlag oder wie? Hauptsache, der bleibt trocken heute. Oi, das ist doch was. Ja. Komm mal mit dem Kescher. Komm mal schnell mit dem Kescher. So, jetzt haben wir einen. Hast du den gekeschert oder gibst du mir den Kescher? Annehmen. Der musste. Warte, ich komme zu dir rum. Alter, geh mal her. Sonst bricht er gleich. Meine Füße sind nass. Ernsthaft? Ist gar nicht gut. Ich bin ins Wasser reingelaufen. Also, haben wir einen erwischt, Leute. Aber kein Zander. Warte. Was ist es denn? Ein kleiner Waller. Vorsicht, jetzt muss ich mal die Route eben hier ablegen. Aber wenigstens. Unser erster Fisch, endlich! Ja. So. Hat der das gerade gemacht, den Geräusch, den Ja. Noch nicht vor der Kamera stellen. Oh ja. Den müssen wir erstmal eben hier ein bisschen. Okay. Boah, ich hab den ganz oft in Film gesehen. Okay. Ich versorge den eben und dann sind wir gleich wieder da. So, meine Lieben, hier haben wir den Kleinen. Der geht jetzt aber schnell wieder zurück. Hat gerade ein bisschen geschluckt. Zurück geht er. Ersten Fisch haben wir schon mal wieder drin. So, jetzt soll ich die andere Route wechseln. Und ich muss feststellen, die war ein bisschen weiter in der Buhne drin. Und was habe ich gehabt? Krabbe. Also, wichtig ist, dass er richtig in den Strömung reinballert. Weil da sind keine Krabben. Vorsichtig.
So, dann schauen wir jetzt mal, den haben wir jetzt richtig weit in den Strömung reingeballert. Und ja gut, entschneidert sind wir schon mal. Ne? Aber da war ich letztes Mal auch mit dem Waller. Ein Zander oder ein Aal muss her. Okay, meine Freunde, schön dranbleiben. Mal was dran. Oh. Mal gucken. Ui. Pass mal mit die Dings da auf. Ah, der ist zu groß. Gucken, ob wir den überhaupt rauskriegen. Oh, der hängt. Muss ich. Aber immer einen Hänger hat, das ist auch blöd. Abgerissen. Oh, ist abgerissen. Oh, ärgerlich. Jetzt haben wir einen großen dran gehabt, wa? Jetzt hat man einen großen dran. Was soll ich sagen? Abgerissen. Naja, war Hänger. Alles klar, dranbleiben. Oh. Mal eben hier aus. Warte. So, jetzt haben wir einen dicken erwischt, einen schönen dicken Aal. Pass auf, da ist er. Ganz dicker, ne? Mein Zehenspitze. Lass mal los. Okay. So. Hier haben wir eine richtig, richtig schöne, große Schlange. Haben wir einen erwischt, oder? Ja. Hat er richtig dicke. Ja. Alles klar. Dranbleiben. Oh, es geht weiter. So, meine Lieben. Da haben wir schon einen schönen Aal. Also ein Waller, ein Aal. Jetzt muss doch ein Zander her, Schätzchen, oder? Komm nur noch her. Ein Zander. Wir brauchen noch einen Zander, oder? Ja. Dann ist alles top. Schaffen wir den noch? Ja. Den schaffen wir noch. Ja. So, meine Lieben, wir machen Feierabend. Heute waren es ein Waller und ein richtig schönen Aal. Ne? Ja. Da sind wir ganz zufrieden mit. Wir haben jetzt 1 Uhr. Und für uns reicht's. Ja. Jetzt gehen wir nach Hause. Bis wir alles fertig haben, dauert auch eine Stunde, ne? Ja. Bis wir dann im Bettchen liegen und alles, ne? Ja. Alles klar. Ja. 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 Müde? Ein bisschen. Okay. Was sagen wir dann jetzt? Ich hab's vergessen. Ein Peace geht raus. Euer Günni. Bist du Günni? Ja. Ja, ich bin heute Günni. Hallo, ich bin heute euer Günni. Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.